Willkommen zurück zu Titan Souls. Ja, letzte Folge haben wir ja einiges besiegt. Und in dieser Folge werde ich weiter diese Schlange da hinten bekämpfen. Und mein Problem ist, ich habe irgendwie noch keinen Plan, wie ich das anstellen soll. Denn ich habe immer noch keine Ahnung, ob der Schwanzspitze überhaupt die Schwäche von dem Vieh ist. Vielleicht ist ja auch der Kopf die Schwäche. Der hat so einen Kristall am Kopf. Ich weiß nicht. Das ist. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Es ist kompliziert. Ich werde weiterhin versuchen, die Schwanzspitze anzugreifen. Und, ja. Weiterhin gucken, ob der... Da war ich mir gerade wieder sicher. Ich habe die Schwanzspitze getroffen. Oh. Es muss irgendwas mit den Blitzen zu tun haben, die immer kommen. Wenn der hochkommt. Fuck. Okay, warte, diese Blitze. Ja, ich weiß nicht. Die Blitze kommen immer dann, wenn kurz vorher seine Schwanzspitze kurz vor dem Abtauchen ist. Dann kommt der Blitz an meinen Pfeil ran. Das ist irgendwie doof. Da. Dann geht da so ein Blitz zwischen seiner Schwanzspitze und meinem Pfeil. Okay, da muss ich jetzt weg. Der hätte mich sonst zermatscht. Da war ich mir auch wieder recht sicher, dass ich ihn getroffen habe. Aber ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob ich seine Schwanzspitze hier getroffen habe. Da ist er vorbeigeschossen. Ja, okay, seine Schwanzspitze war's. Ich habe ihn besiegt. Das ist gut. Dann habe ich ihn wohl doch nie getroffen. Das war dann wahrscheinlich immer sauknapp. Boah, ich kann den Bildschirm bewegen. Gut, dann ist das Eisgebiet auch fertig. Das Eisgebiet, muss ich sagen, war recht einfach. Der Boss hier war schwer. Man muss halt genau auf seine Schwanzspitze treffen, aber es war jetzt nicht so richtig schwer. Der Yeti war ein bisschen schwer und der eine Boss da war ein Freakill. So, jetzt muss ich gucken, wo geht's weiter? Ich glaube da. Aber ich muss bedenken, da hinten ist noch ein Weg. Den wüsste ich... Okay, ich weiß, wie ich da hinkomme. Ich will wissen, was da oben ist. Da, alle Bosse laut dem Ding da habe ich besiegt. Ich müsste eigentlich mittlerweile auch durch die große Tür kommen, problemlos. Ich habe einige Bosse besiegt, aber ich will da nicht durch. Sage ich direkt. Ich möchte erst gucken, dass ich möglichst alle Bosse besiege, die ich finden kann. Dann gehe ich durch die Tür. Ah, hier ist auf jeden Fall was. Mal sehen, wo es hier lang geht. Schon wieder so eine Wandmalerei. Was will mir das sagen? Wahrscheinlich wieder so ein Ding, wo ich hochklettern muss und das Auge treffen muss, aber wo? Diese Wandmalereien, die sind, ich weiß nicht, die müssen doch irgendwas zu sagen haben. Aber ich komme einfach nicht drauf. Das Einzige, wo ich jetzt drauf gekommen bin, war der eine, der mir den Weg zum Boss verraten hat. Ah,
Aber den Weg habe ich auch schon selber herausgefunden, ohne die Wandmalerei. Wobei, ich muss ehrlich sagen, wenn ich die Wandmalerei vorher gesehen hätte, hätte ich im Leben nicht damit gerechnet, dass mir das da den Weg zeigt. Ich glaube, hier in diesem Spiel sind einige Rätsel, die extrem schwer zu entdecken sind. Aber jetzt gucken wir erstmal, was sich hier verbirgt. Ein Fahrstuhl ins nächste Gebiet wahrscheinlich. Nach unten. Bringt mich das zurück ins Lava-Gebiet? Kam ich hier? Ja, es bringt mich zurück ins Lava-Gebiet. Okay, hier war ich ja schon. Mit dem Eisgebiet ist sonst nichts mehr. Da muss ich mich nochmal umgucken. Hier oben ist auch nichts, ne? Ne. Ich frage mich ja, wie viele Bosse es in diesem Spiel eigentlich gibt. Schätze mal, aber nicht so krass viele. Es dürften also, denke ich mal, nicht mehr allzu viele kommen. Jetzt muss ich nur noch... Okay, hier war ich noch nicht. Okay, was haben wir hier? Vielleicht sind hier noch irgendwo krass coole Bosse. Yeah. Das Treppen runterrollen klappt ganz gut. Ich glaube, ich bin irgendwo am Anfang. Okay, ich will Bosse finden. Bosse, Bosse. Autsch. Okay. Das ist der Anfang, definitiv. Da ist der blöde Fahrstuhl. Alter, ich knall überall gegen. Ich guck mir jetzt gerade mal die Tür an, weil ich wissen will, ob das wirklich aufgeht. Okay, ich hab mal Erfolg bekommen. Aber da will ich nicht rein. Okay, ich gehe alles nochmal kurz durch, jede Ecke. Weil irgendwo muss ja... Das kann doch nicht alles gewesen sein. Da geht's zum Wald. Und hier lang geht's... Wohin? Yep, hier lang geht's zu den Rittern. Also zu diesem Ritter mit dem Pfeil. Da müsste es dann eigentlich wieder Richtung Mitte gehen. Ja. War das wirklich schon alles? Da sind diese paar Rätsel noch, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich die nachgehen soll. Ich finde das jetzt doof, wenn das jetzt schon alles gewesen ist. Kann man auch nicht lang. Und ja, ich erkenne das ja alles wieder. Das geht hier Richtung Eisgebiet. Von hier bin ich gerade eben gekommen. Aber vielleicht ist hier noch irgendwo ein Weg. Ne, hier geht's zu der Tür. Sonst gehe ich jetzt... Ah, vielleicht ist hinter der Tür noch ein Riesengebiet. Das könnte sein. Ja, ich gucke mich mal um. Vielleicht, ich gehe noch mal zu den Rittern. Vielleicht ist da ein Weg. Ich habe mich da ja wirklich nicht so stark umgeguckt. Besonders Richtung nach unten. Also Süden. Ah, was haben wir hier? Ah, da war ich noch nicht.
Zur. Warte, warte, warte. Was war das für ein Gebiet? Ich erinnere mich gar nicht. Ach so. Der Maskenmann und diese merkwürdige Tür. Gut, hier war ich doch schon. Das ist jetzt doof. Die beiden habe ich ja komplett vergessen. Aber es ist immer noch nicht alle Wege, die ich geguckt habe. Gucken wir uns mal hier unten ein bisschen um. Hier war ich noch. Ja, okay, hier sehe ich nichts. Das war dann der Weg ins Feuergebiet, richtig? Richtig. Na. Das kann nicht alles gewesen sein. Sonst mache ich mich jetzt auf den Weg zur großen Tür. Das ist dieses blöde Waldrätsel. Wie viele Boss habe ich eigentlich schon besiegt? Ich glaube so um die 15 oder 16 oder so. Müsste auf meinem Speicherplatz stehen, aber da gucke ich, kann ich jetzt gar nicht nachgucken. Gucken wir einfach mal Richtung große Tür. Ich hoffe mal, wenn ich die große Tür betrete, dass ich irgendwann auch nochmal zurückkomme, um auch andere Bosse zu checken, falls jetzt nur der Endboss drin sein sollte. Ich würde schon gerne noch ein bisschen weiterspielen. Das Spiel macht Spaß. Könnte auch sein, dass sie einfach nur ein neues Gebiet ist. Das fände ich klasse. Ein Fahrstuhl. Okay, es bringt mich anscheinend wirklich ein neues Gebiet einfach nur. Aber vielleicht auch so, sage ich mal, das letzte Gebiet. Hoffentlich sind da oben ein Massenbosse. Sieht aber bis jetzt noch nichts danach aus. Sieht aus wie der Pfad zu so einem Endboss. Was haben wir denn hier? Ja, das scheint ein Endboss zu sein. Okay, es ist ein Endboss. Ich werde ihn jetzt noch versuchen. Den Rest des Parts. Sollte ich ihn nicht besiegen, werde ich sonst außerhalb der Aufnahme andere Bosse suchen. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich muss die Fäuste an diese blöden Platten bringen. Und ich schätze mal... Fuck, das Ding bewegt sich da noch ziemlich stark mit. Ich muss auf die andere Seite kommen. Also ich muss den... Ich muss die Faust hier drauf boxen lassen. Und dann auf die andere Seite kommen. Auf die andere Seite kommen, bevor der wieder hochkommen kann. Ja, das ist kein einfacher Boss. Das muss ich sagen.
Alter. Okay, ich hab's erkannt, wo ich ihn besiegen muss. Es ist offensichtlich. Wenn ich das allerdings mache, gehen beide Hände auf mich und dann wird's schwer. Mann. Scheiße. Okay. Das ist. Ich bin wenigstens froh, wenn das der Endboss ist, was ich wirklich glaube. Er ist nicht einfach. Er ist ein bisschen wie der Boss im ersten Abschnitt da mit den Fäusten. Nur hat der noch wesentlich mehr Tricks und er ist wesentlich, sein Schwachpunkt ist wesentlich schwerer zu treffen. Fuck. Nein, das war dumm, das war dumm. Ja, ich habe ihn besiegt. Ich hoffe, ich kann dieses Spiel auch weiterspielen. Aber ich werde echt das. Da hinten geht's hoch. Da hinten geht's hoch. Ich gucke ganz langsam vor. Ich möchte jetzt nicht in den Abspann kommen, falls da jetzt das Ende sein sollte. Und ich gehe zu weit vor. Ah, es geht noch weiter. Nice. Okay, hiernach ist definitiv Ende, bin ich mir sicher. Ich weiß jetzt nicht ganz. Nein, ich werde jetzt diesen Part hier beenden. Ich werde nach anderen Bossen gucken unten, bevor ich jetzt hier weitermachen werde. Und ja, werden wir dann sehen. Also bis morgen. Ciao.